Hallo meine Lieben, Steffi hier. Bevor wir mit den Selbstliebewochen starten, macht es natürlich Sinn, dass wir uns zusammen Zeit nehmen, Selbstliebe mal zu definieren, den Unterschied zwischen Selbstliebe und zum Beispiel Selbstverliebtheit zu klären und vor allem darüber zu sprechen, warum Selbstliebe, wenn du auf der Suche nach einer Beziehung bist, so unfassbar wichtig ist. Wenn das spannend klingt, dann bleib einfach dran. Selbstliebe wird definiert als Eigenliebe und bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Da geht mir direkt das Herz auf, wenn ich das so höre. Ich mag die Definition sehr, sehr gerne, gerade weil es implementiert, dass wir uns komplett so annehmen, wie wir sind. Also nicht nur die guten Seiten an uns lieben, sondern vielleicht auch die Fehler oder die Macken, die wir so haben, einfach annehmen können und nicht so tun müssen, als wenn wir beispielsweise perfekt wären. Womit wir auch schon beim Unterschied sind zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit oder Narzissmus. All das, also Narzissmus, Selbstverliebtheit oder Überheblichkeit, sind Eigenschaften, die wir hier nicht trainieren wollen, also um die es nicht gehen soll. Den Unterschied sehe ich darin, dass Narzissmus beispielsweise und auch diese anderen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, immer implementieren, dass man Schwächen nicht zugeben kann, dass man sich nach außen als perfekt und positiv darstellen muss, um bewundert zu werden und um bestätigt zu werden, weil das im Inneren fehlt, weil im Inneren kein wirkliches Selbstbewusstsein da ist und keine wirkliche Selbstliebe und Annahme all der Eigenschaften, die du mitbringst. Also nicht nur der positiven, sondern auch der negativen. Von daher sehe ich da ganz klar einen Unterschied zwischen Selbstverliebtheit, Narzissmus und Überheblichkeit und Selbstliebe. Und Selbstliebe ist das, was uns ermöglicht, ohne die Bestätigung von außen uns selber anzunehmen und zu lieben, so wie wir sind, und zwar mit allen unseren positiven und negativen Aspekten. Warum das für die Beziehung so wichtig ist. Du bist jetzt beispielsweise auf meinen Kanal aufmerksam geworden, weil du Beziehungsangst hast und da Unterstützung suchst. Selbstliebe ist ein wesentlicher Teilaspekt des Selbstbewusstseins und existenziell für jede Beziehung, egal ob es mit einem Partner, mit einem Familienmitglied oder mit einem Freund ist, also für den kompletten Umgang zwischen dir und deiner Umwelt. Wenn ich in mir glaube, ich bin nicht gut genug, dann werde ich viel Energie dafür aufwenden, dafür zu sorgen, dass andere mir nicht wirklich nahe kommen, dass andere mich nicht wirklich kennenlernen und dass ich den Menschen in meinem Umfeld immer nur bestimmte Aspekte von mir zeige und bestimmte Seiten, von denen ich glaube, dass sie repräsentieren, dass ich doch gut genug bin. Eine oder anderen Stelle vermeide ich vielleicht die Beziehung oder verliere dann das Interesse oder ich sorge dafür, dass der andere das Interesse verliert oder muss mich verstellen. Und das alles ist meiner Meinung nach keine dauerhafte Lösung, wenn ich mir eine erfüllte und liebevolle Partnerschaft wünsche. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selber lieben, so wie wir sind. Weil nur wenn wir uns selber lieben, dann können wir auch glauben, dass es überhaupt möglich ist, für jemand anders uns zu lieben. Und außerdem, stell dir doch mal vor, du liebst dich selber nicht und lernst jemanden kennen. In wen soll der sich denn verlieben, wenn du dich noch nicht mal liebst? Wenn du nicht bei dir bist, wenn du nicht in dich reinspürst, wenn du nicht für dich da bist, dann hat der quasi keinen Partner. Dann ist der allein. Und dann hilft es natürlich ein Stück weit, dass du den anderen Partner liebst. Aber wie gesagt, wenn der kein Gegenstück hat, wenn es dann nichts gibt in dir, was liebenswert ist, deiner Meinung nach, dann ist es natürlich für einen Außenstehenden auch sehr, sehr schwierig, etwas in dir zu sehen oder zu finden oder dich überhaupt berühren zu dürfen auf emotionaler Ebene, wenn du glaubst, dass du nicht liebenswert bist. Wenn du nicht bei dir bist, dann kann auch niemand anders da sein, dann kann niemand anders dein Herz berühren, dann kann dich niemand anders lieben, wenn du nicht glaubst, dass du Liebe verdient hast, dass du ein liebevoller Mensch bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Und deshalb gibt es hier diese Videoreihe und deshalb machen wir diese wöchentlichen Experimente und deshalb arbeiten wir an dem Thema und das ist ein Thema, an dem ich mit all meinen Klienten arbeite. Du musst verstehen, dass das als Grundlage für die Beziehung existenziell ist. Also da gibt es keine Abkürzungen, da gibt es keine Shortcuts, da gibt es kein Täuschungsmanöver. Und von daher, lass uns das Thema angucken. Sei neugierig darauf, was wir die nächsten Wochen machen. Anfangen tut unser Selbstliebe-Experiment mit einer ganz einfachen Aufgabe. Und zwar geht es darum, dir ein Glas zu nehmen und in dieses Glas innerhalb der Woche kleine Zettelchen zu füllen, die du beschreibst mit Sachen, für die du dich lieben kannst. Also beispielsweise hast du eine Aufgabe gut gemeistert oder hast gesagt, was du wirklich gedacht hast
oder du hast dir einfach ein paar Blumen gekauft, so eine Sachen aufzuschreiben, in dein Glas zu packen und dann am Ende der Woche mal zu gucken, wofür du dich lieben kannst, das ist die Aufgabe der ersten Woche. Mach einfach mit. Kleine Zettel gibt es garantiert überall. Du kannst das natürlich auch in dein Handy schreiben, in die Notizen, wie du gerne möchtest. Ich muss sagen, ich mache die Glasversion, weil ich ein visueller Typ bin und einfach auch sehe, was ich dann geschrieben habe, wie viele Zettel sich da angesammelt haben. Ich freue mich total, dass du dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Aufgabe. Mach's gut. Tschüss.